Worüber hat die Stadt geredet in den letzten Monaten? Die Themen, über die wir gesprochen haben, das waren das Kapitel Energie, der Bereich Verkehr, das Thema Klimaschutz und das nicht allgemein, sondern sehr wohl mit einer Vielzahl von konkreten Maßnahmen. Wir haben uns beschäftigt mit der Parkraumbewirtschaftung, mit Tempo 30, mit Radstraßen. Wir haben gesprochen über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, eine sehr heiße, sehr aktuelle Debatte, über den Ausbau von alternativen Energien und über all das, was in den nächsten Jahren kommen soll. Und das ist es für mich, was auch den Unterschied ausmacht, gegenüber jenen Zeiten, in denen eigentlich nur das Loblied gesungen wurde, es ist alles bestens, wir sind gestartet mit der höchsten Lebensqualität, es passt alles perfekt, wir brauchen nichts besser machen. Sehr viel, was vor wenigen Jahren noch als Avantgarde oder als Spinnerei abgetan wurde. Genau das ist, was moderne, wachsende Städte brauchen, um an größter Zeit zu bleiben. Denn ja, wer kann sich noch daran erinnern, das erste Biomassekraftwerk in Wien ist seinerzeit, als es aufkam als Idee von den Grünen, als Spinnerei abgetan worden. Heute hat Wien das größte Biomassekraftwerk Europas. Und das als Initiative der Grünen seinerzeit bereits aus der Opposition heraus. Ich kann mich erinnern, dass der Windtal Grad Highway abgetan wurde als Spinnerei seinerzeit, als es als Idee aufkam. Fukushima ist nicht nur jener Moment, an dem man erkannt hat, mit welchen immensen Gefahren Atomenergie verbunden ist, sondern allen voran ist Fukushima auf der politischen Ebene jener Moment, in dem man erkannt hat, dass es nicht weiter geht, dass es nicht gangbar ist, dass man wesentliche Teile der eigenen Energieversorgung europaweit auf Basis dieser schrecklichen Risikotechnologie setzt. Das heißt, Fukushima bedeutet die Erkenntnis für ganz Europa, ja auch für Österreich, dass es eine Energiewende braucht in den nächsten Jahren und dass diese nicht irgendwann, sondern jetzt angegangen werden muss. Gleichzeitig, parallel zu Fukushima, erleben wir in den letzten Wochen und Monaten, dass die Erdölpreise und damit die Gaspreise und die Strompreise wieder kräftig anziehen. Diese Entwicklung ist eine Entwicklung übrigens, die Fukushima hin oder her uns begleiten wird in den nächsten Jahrzehnten. Jeder weiß, dass die Explosion des Strompreises und damit einhergehend des Gaspreises nicht nur zu tun hat etwas mit den Konflikten im nordafrikanischen Raum, sondern vielmehr mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, die immer mit sich bringt, dass in dem Moment, wo sich die Konjunktur auch wieder halbwegs erholt, die Ölpreise kräftig mit anziehen, Spekulation wieder einsetzen und dass das für uns wiederum bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren allen voran mit einem Fakt rechnen müssen, nämlich teure Energiepreise. Das heißt, für die Städte ist es das Gebot der Stunde, sich zu Gedanken zu machen und konkrete Projekte zu entwickeln, wie wir uns verabschieden, nicht nur aus der Atomenergie, sondern gleichzeitig auch aus dem fossilen Energiezeitalter. Ich halte es für realistisch, dass der Energieverbrauch Wiens bei wachsender Einwohneranzahl bis zum Jahr 2020 um 10% gesenkt wird. So. Jetzt wäre es an dieser Stelle der richtige Zeitpunkt zu sagen, schneiden Sie sich an. Das ist kein bescheidenes Ziel, ganz im Gegenteil. Das ist ein ziemlich unmäßiges Ziel. Es ist allerdings realistisch, es ist machbar. Es ist ein Ziel, das man mit großen Anstrengungen sehr wohl auch erreichen kann. Man muss allerdings ein sehr, sehr umfassendes Konzept an dieser Stelle entwickeln. Und auch Schritt für Schritt umsetzen. Effiziente Technologien für die Stadt selbst, effiziente Technologien in den Haushalten. All das, was derzeit entwickelt wird und auch bereits Marktreife hat, sukzessive zu übernehmen und zur Anwendung zu bringen. Wir bringen die Energiewende zu den Wienerinnen und Wienern. Es ist kein Zufall, dass das
Solarkraftwerk Wien, also das Bürgerinnenkraftwerk, innerhalb von wenigen Stunden über 500 Anmeldungen hatte. Die Bereitschaft mitzumachen, das Bedürfnis nach neuen Wegen ist riesig. Unser Ziel muss es sein, sämtliche Wiener Haushalte in den nächsten Jahren zu erreichen, zu beraten und genau diese Einsparungen zu erreichen. Oder auch weit mehr. Und zu diesem Zweck bauen wir Energiesparberatungen als Hausbesuche aus. Wir möchten innerhalb der nächsten Monate eine konkrete Strategie vorlegen, wie man auch Solarthermie in Wien ausbauen kann. Man hat sich im Regierungsprogramm ja vorgenommen, die Anzahl der installierten Solarkollektorflächen zu verzehnfachen auf 300.000 Quadratmeter. Es braucht sowohl bessere ÖV-Anbindungen ins Umland, es braucht aber auch Parkraumbewirtschaftung in Wien, um hier Menschen zu motivieren, das Auto zu Hause zu lassen oder woanders zu parken und auf die Öffis umzusteigen, bevor sie sozusagen den inneren Bereich der Stadt erreicht haben. Es bedeutet aber auch einmal mehr den Umstieg von einer sehr, sehr energie- und kostenraubenden Form der Fortbewegung auf andere, die kostengünstiger sind und die darüber hinaus auch wesentlich weniger Energie verbrauchen. Ich bin absolut optimistisch, dass es gelingen wird in den nächsten Jahren. Bessere Angebote für tausende Pendlerinnen und Pendler in der Ostregion zu entwickeln und zu unterbreiten. Und damit es nicht nur los bleibt, sondern nur sehr konkret wird. Meines Erachtens ist das einzige Angebot, das eine Entlastung der Situation mit sich bringen kann, ein 15-Minuten-Intervall für die S-Bahn. Nur mit einem derartigen Intervall für die S-Bahn können wir erreichen, dass mehr als 200.000 Pendlerinnen und Pendler tatsächlich eine brauchbare Alternative zum Auto haben in ihrer Region. Nur, einmal mehr, ein 15-Minuten-Intervall für die S-Bahn bedeutet einiges an Investitionen, und zwar ein Bruchteil sind dessen, was in Straßenprojekten derzeit investiert wird. Das bedeutet aber einiges an Investitionen und vor allem den gemeinsamen erklärten Willen Wiens, Niederösterreich und des Bundesland. Gemeinsame Finanzierung auch. Die Parkraumbewirtschaftung hingegen kann Wien in diesem Fall allein in einer Diskussion mit den eigenen Bezirksvorstehern und Bezirksvorsteherinnen entwickeln und auch umsetzen. Und insofern ist die Tatsache, dass die Bezirke 10, 12 und 14 bis 18 sich für die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung entschlossen haben, eine sehr, sehr wesentliche. Andere Bezirke überlegen Insellösungen. Ich bin überzeugt davon, dass das Gesamtprozent in einem Jahr sich sehen lassen wird können und darüber hinaus einen wesentlichen Meilenstein bedeuten wird, wie wir, wie gesagt, tausende von Menschen mehr oder weniger auch dazu bringen können, auf die ÖFIS umzusteigen. Ein Carsharing-Auto ersetzt den Autobesitz von für 4 bis 8 Personen und die Denzelkunden, allein die Denzelkunden in Österreich, sparten etwa im vergangenen Jahr 55.000 Liter Sprit und damit übrigens insgesamt 1.500 Tonnen CO2. Das heißt, der Weg auch hier Alternativen sozusagen zum herkömmlichen eigenen Auto zu bieten, dafür auch Förderungen natürlich locker zu machen und diesen Weg auch zu bestreiten konsequent, bedeutet für die Stadt sehr, sehr viel Ersparnis. Natürlich kann die Stadt etwas tun, um den Stromverbrauch in diesem Bereich signifikant zu mindern. Und damit auch mit einem guten Beispiel voranzugehen für tausende Haushalte und für tausende Unternehmen. Und das ist natürlich der Umstieg auf LED-Beleuchtung voranzutreiben. Umstieg auf LED bedeutet nicht nur in Lampen zu investieren, die dreimal, viermal so lange halten. Also wir sprechen jetzt von Lampen, die jahrelang, ich glaube bis zu 12 Jahren insgesamt, eine Lebensdauer aufweisen, sondern die darüber hinaus minus 50 bis minus 60% des Stromverbrauchs ausmachen.
Wien zu einer Vorreiterin europaweit zu machen in Sachen Energiewende, in Sachen Energieeffizienz und in Sachen einer Stadt, die für ganz Europa das Tempo vorgibt, wie geht es jetzt weiter mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, mit dem Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter, mit dem Klimaschutz.